Willkommen zu Shut Up and Take My Money. Wir kümmern uns in dieser Show um Crowdfunding und Indie-Projekte. Und auch die Show selber erhält Deko und Details durch Spenden von euch. Wir haben übrigens ausgerechnet heute endlich einen Intro-Song gespendet bekommen. Wir bauen ihn ab nächster Folge ein, wenn wir uns überlegt haben, was als Bildmaterial denn auch als Intro taugt. Den Song und andere Musik von Spenderin Akeli findet ihr übrigens auch auf bandcamp.com, wo man sich ohnehin hin und wieder mal rumtreiben kann, wenn man auch abseits großer Labels mal gute Musik suchen möchte. Grundsätzlich freuen wir uns, und das schließt Studioschwein Money mit ein, über jede noch so bescheuerte Spende von Krims und Krams für Deko und für die Show. Nach diesem üblichen Aufruf kommt jetzt aber auch schon direkt der ebenso übliche Überblick über die aktuellen Projekte. Sui Generis hat schon einigen Trubel verursacht. Aus dem Nichts kommt hier ein Open-World-Rollenspiel, das vor allem durch seine Technologie Eindruck schindet. Alle Objekte interagieren korrekt mit der Umgebung, inklusive aller Ecken und Kanten und nicht auf Basis vereinfachter Form. Ähnlich funktioniert das Licht korrekt und dynamisch und auch die Figuren bewegen sich, anders als in den meisten Systemen, nicht nach exakt vorgegebenen Animationen, sondern auf Basis eines Skelettmuskelsystems, das realistische Aktionen ermöglicht. Das lässt einem den Unterkiefer zu Boden fallen, bei dem Grundgerüst muss jetzt der Inhalt stimmen und dann lohnen sich auch die Pledges für die 150.000 Pfund Funding-Ziel für alle Beteiligten. Mac bietet eine knallbunte Sandbox aus verschachtelten, im Weltall schwebenden Landstücken und Inseln. Da jede Oberfläche virtuelle Schwerkraft erzeugt, kann man beliebig auf, an und um jeden Bereich laufen und verschiedene Bauklötze einsetzen, um Dinge schweben, fallen, fliegen oder explodieren zu lassen. Der Schwerpunkt liegt auf der Kombination solcher Effekte durch Stapeln und Verbinden mit einer Art kabelwerfenden Waffe, um die Welt und andere Spieler zu beeinflussen. Auf Steam Greenlight hat das Projekt schon große Zustimmung bekommen, aber die für eine Fertigstellung der eigentlichen Spielmodi nötige Summe von $230.000 wird vermutlich dennoch nicht erreicht. Für Projekte ohne große Namen von echten Newcomern sind solche Hürden leider meist zu hoch. In addition to the unbelievable coolness factor of being able to play on the Starship Enterprise Bridge, the educational possibilities are limitless. Welches Fernsehkind der späten 80er und frühen 90er will das bitte nicht? Eine funktionierende Brücke der Next Generation Enterprise. Der ganze gemütlich gehobene Charme der mit Teppich ausgelegten Kommandozentrale von Picard soll neu entstehen und vor allem nutzbar sein, um Simulationen laufen zu lassen und so einer neuen Generation, bitte beachtet meinen äußerst kreativen Wortwitz, das Wunder des Weltalls näher zu bringen. Aber auch wer einfach nur so die Brücke für eine Veranstaltung mieten will, ist willkommen. Mit freundlicher Unterstützung eines Konglomerats von Star Trek-Darstellern wird exakt das nun umgesetzt. Dank zahlreicher Sonderdeals mit von Trekkies bevölkerten Zulieferern und Handwerksbetrieben auch für nur $20.000. Und wer fundet, kann auch Bauteile der letzten Brückeninkarnation aus der Star Trek Experience in Las Vegas, die schändlicherweise einfach abgerissen und weggeworfen wurde, und anderen deliziösen Nerdkram gewinnen. Make it so. A week before it was about to be destroyed. Now it's not the original D-Bridge as seen in the TV show. That one was literally blown up for the film Star Trek Generations. Unser Projekt der Woche ist noch auf keiner Crowdfunding-Plattform vertreten, aber es ist eine Kickstarter-Kampagne in Planung und nicht gerade eine kleine. Bisher gab es nur den Titel und das Cover-Artwork, die im Internet herumgeisterten. Es geht um Torvalla, ein Rollenspiel von Guido Henkel. Wem der Name nicht sagt, der Mann zeichnete in den 90ern unter anderem verantwortlich für die auf DSA basierende Nordland-Trilogie, also Schicksalsklinge, Sternenschweif und Schatten über Riva. Was vielleicht mehr Leuten noch etwas sagt, ist, als Produzent war er bei Interplay auch zuständig für Planescape Torment. Und während einige seiner ehemaligen Kollegen jetzt bei Obsidian Project Eternity starten, macht er sein eigenes Projekt auf. Torvalla soll sich anlehnen an einen DSA-Hintergrund, aber dennoch eigenständig sein und die Lizenz auch nicht nutzen. Vom Gameplay her soll es sich um ein Rollenspiel mit einem rundenbasierten Kampfsystem handeln. Wir haben Guido Henkel in seinem kalifornischen Exil überredet, uns ein exklusives Interview zu geben und mal etwas mehr über Torvalla zu verraten. Hallo Guido. Ja, hallo, schön hier zu sein. Ein DSA-Spiel ohne DSA. An wen soll sich das richten? An die Leute, die sich noch an die Nordland-Trilogie erinnern oder eher an ein breiteres Fantasy-Publikum? Torvalla hat ja eigentlich mit DSA gar nichts zu tun, ne? Das war ja wirklich nur eine Anlehnung, die ich gemacht habe, um von Anfang an eine gewisse Stimmung zu erzeugen. Ich wollte einfach die Fanbase der Nordland-Trilogie aktivieren, dass sie sofort wissen, wenn die Ankündigung kommt für Torvalla, was sie erwarten können. Dass es ein Spiel ist, das aus meiner Feder kommt, dass es ein Spiel ist, das vielleicht ein paar Erinnerungen zurückbringt und eben diesen traditionellen Rollenspiel-Approach aufnimmt,
den die Industrie halt ein bisschen vergessen hat. Insofern denke ich, Torvalla spricht jeden oder sollte jeden Rollenspieler ansprechen und nicht ganz gezielt die DSA-Spieler. Torvalla soll ja einerseits oldschoolig sein, aber auch neue Dinge einbringen. In welchem Bereich wird es denn jetzt alt und wo wird es neu sein? Naja, oldschool ist natürlich ziemlich abgelutscht im Moment. Ne? Jeder wirft dieses Wort um sich herum. Ich mag es nicht, Torvalla jetzt als oldschool zu bezeichnen. Ich denke, es ist viel besser, viel treffender zu sagen, es ist mehr, ist ein traditionelles Spiel. Oder es geht back, es, ja, zu viel Amerika. Ne? Nee, es geht zurück auf die Wurzeln von traditionellen Rollenspielen, würde ich sagen. Es hat Elemente im Spiel, die sehr traditionell sein werden, wie im Pen and Paper Roleplaying, aber es hat auch ganz interessante Neuerungen. Was mir passiert ist, ist, dass ich irgendwann mal an den Punkt kam, dass ich sagen musste, okay, jetzt seit 30 Jahren habe ich jetzt Computerrollenspiele gemacht und irgendwo sind sie immer dieselben. Vom Regelwerk her, vom Ablauf her, weil man rollt die Würfel und das bestimmt die Ausgänge von bestimmten Aktionen und so, aber es ist immer irgendwo dasselbe, die Mechanik ist dieselbe. Und da kam mir der Gedanke, wie wäre es denn, wenn man da mal was ganz anderes macht? Wer sagt denn, dass ein Würfel verantwortlich sein soll für den Ausgang? Was passiert denn, wenn man das ändert und jetzt zum Beispiel sagt, okay, wie wäre es, wenn wir Taktik verwenden stattdessen? Und ich habe da ein paar Ideen, wie ich ein Rollenspiel einen ganz neuen Twist geben kann. In Sachen Rollenspiel, wird es denn eine Gruppe geben, die wir steuern? Wird es feste Charaktere geben? Inwieweit können wir unseren eigenen Charakter vielleicht auch selber designen? Heldengenerierung ist Teil des Spiels, ja. Die Geschichte fängt an mit einem Helden, den der Player spielt. Den kann er sich dann selber zusammenstellen, wie der aussehen soll, auch von den Charakteristiken her. Und dann geht es in die Geschichte rein. Und dann kann der Spieler verschiedene NPCs finden, die der Gruppe beitreten oder auch nicht. Und von da aus zweigt sich dann die Geschichte aus. Und da wird es dann interessant. Viele, viele verschiedene Helden oder NPCs gibt es, die da beisteuern können. Und dementsprechend gibt es ja natürlich viele Verästelungen in der Geschichte, was da passieren kann. Nicht alle NPCs sind freundlich und gut. Die Möglichkeiten, die sich da eröffnen, sind natürlich enorm. Du sagtest, Kickstarter und Crowdfunding sind überhaupt der Grund, warum du wieder zurück in die Gaming-Branche willst. Wir wissen ja, dass du früher nicht so gute Erfahrungen gemacht hast in der Szene, aber ist es denn heute immer noch so schlimm? Ich habe die Spielebranche an sich verlassen, nachdem ich Planescape Torment gemacht habe. Weil ich irgendwie ziemlich desillusioniert war, wie die Branche sich entwickelt hatte. Und es wurde ja immer schlimmer in den letzten Jahren. Und ich denke eigentlich nur, dass jetzt so was wie Kickstarter das komplett umwälzt. Das hat sich jetzt komplett verändert, denn plötzlich gibt es die Möglichkeit, größere Projekte zu finanzieren, ohne über Publisher zu gehen. Das Problem mit den Publishern ist eben einfach, dass sie viel zu kommerziell orientiert sind. Da geht es wirklich nur darum, so viel Geld wie möglich aus dem Produkt zu melken und nach Möglichkeit so schnell wie möglich. Die Kosten sollten ganz niedrig sein, die Gewinne ganz groß. Und wenn es dann mit dem Quartal nicht ganz übereinstimmt, scheiß drauf, da hauen wir das Ding einfach auf den Markt und patchen es hinterher ab. Ich mag die Mentalität nicht. Und jetzt mit Kickstarter gibt es eben die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen ein Spiel, wir bringen die Fans rein, arbeiten mit denen quasi zusammen, lassen die mitreden, schauen mal, was sie wollen, was sie von uns erwarten und machen dann ein Spiel, das hoffentlich alle zufriedenstellt letztendlich und obendrein hin eben hoffentlich finanziell erfolgreich wird. Die Kickstarter-Kampagne soll ja bald starten. Kannst du uns eine kleine Sneak Peek geben, was uns so als Pledge-Belohnungen erwarten könnte und wie hoch überhaupt das Funding-Ziel wird? Ja, über Kickstarter versuchen wir jetzt 1 Million US-Dollar zu finanzieren. Und das ist so der Betrag, den man benötigt, um ein ordentliches Spiel zusammenzustellen. Und das ist eigentlich immer noch so an der unteren Kante. Das Schwarze Auge hat seinerzeit schon über 1 Million gekostet. Insofern wird es kein Zuckerschlecken. Aber dennoch, ich denke eigentlich, dass mit heutiger Technologie und so das schon machbar ist. Und da gehen wir dann mal rein und sehen, ob die Fans es überhaupt wollen. Ne? Denn letztendlich hängt es natürlich davon ab, ob die Leute überhaupt interessiert genug sind, um da jetzt rein zu investieren. Wir können das natürlich attraktiv machen oder versuchen attraktiv zu machen und wir haben gewisse Pledge Rewards, die den Leuten das hoffentlich schmackhaft machen, wie zum Beispiel ja, digitale Downloads, die Musik zum Spiel als Download. Wir planen
Bildbände zu machen, gedruckte Bildbände, die die Leute bekommen können und große handsignierte Poster, ganz spezielle Ausgaben von Büchern, vom Spiel selber, das dann eben ganz individuelles Cover-Artwork hat, das nur über die Kickstart-Backer rausgegeben wird, die später im Handel nicht erhältlich sein werden. In den höheren Kategorien für die Kickstarter-Pledges gibt es dann die Möglichkeit für Leute, dass sie Monster erstellen können oder dass sie NPCs erstellen können im Spiel oder sogar, dass sie selbst ins Spiel eingebracht werden. Das kann man sich dann so vorstellen, dass sie einfach eine Statue sind oder irgendwo so ein riesiges Monument wie Mount Rushmore. Und hoffentlich ist es interessant genug für Leute, dass sie darauf einspringen und sagen, ja, mach das mal. Du warst ja auch immer dafür, Spiele zu entwickeln, die auch Tiefgang haben und erwachsene Themen ansprechen und keine Angst davor haben sollen, den Konsumenten irgendwie zu überfordern. Was kann uns denn da erwarten, wenn dir ausnahmsweise mal kein Publisher reinredet? Ja, das wird bei diesem Spiel natürlich genauso sein. Es wird vielleicht nicht ganz so dunkel und nicht ganz so erwachsen, wie jetzt Planescape Torment war. Aber dennoch, ich möchte schon ein Spiel machen, das Erwachsene als Erwachsene betrachtet und entsprechende Themen aufgreift, die jetzt in junger Unterhaltungssoftware nicht unbedingt gängig sind. Der Gedanke geht schon in die Richtung, etwas zu machen, das inhaltlich anspruchsvoller ist als deine übliche Shovelware. Beispielhaft für ein solches Spiel ist und bleibt ja Planescape Torment. Viele Fans würden sich natürlich eine Fortsetzung wünschen. Kann man denn irgendwas in der Richtung hoffen? Nee, Nachfolger von Planescape Torment ist eigentlich recht unwahrscheinlich. Jedenfalls aus meiner Sicht. Ne? Ich weiß, dass Obsidian da in der Richtung ein bisschen was verlauten lassen hat, aber aus meiner Sicht gibt es da nichts. Ne? Ich habe keine Lizenzen, ich habe keine Rechte dran oder so. Insofern denke ich nicht, dass ich da irgendwie involviert sein werde. Es wäre natürlich schön, sowas zu spielen, klar, aber erstellungsmäßig, nee, habe ich nichts mit zu tun und werde ich wohl auch nicht. Tschüss und vielen Dank an Guido Henke. Ja, danke schön. Übrigens, wir haben ihn noch zu anderen Sachen ausgefragt, die sehr viel DSA-spezifischer sind, was Torvala angeht. Diesen Teil findet ihr dann demnächst in der nächsten Late-Night-Show, wo er besser aufgehoben ist. Zum Schluss gehen wir jetzt aber nochmal über zu einem vollkommen anderen Thema. Remember, you're supposed to be doing like cool superhero-y stuff? What? Superheroes eat hamburgers? Yeah, give us an hour to digest these, we'll totally hit the ropes. Anyway, that's Big Shot and Blue Arrow. But over here we have Malibu Action Girl and her... Guys, what are you doing? They're learning their choreography. See, when my thing's still in place, it's gonna go... Malibu Action Girl, Malibu Action Girl, Malibu, 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 Malibu. See, it's an M, Yeah, Superhelden guys, im Reality-TV. Die Idee ist nicht ganz neu und wird immer mal wieder in Comics mit Augenzwinkern eingebaut, aber nun soll es einen ganzen Film zum Thema Helden bei Big Brother geben. Einige eher traurige als beeindruckende Gestalten wollen per Reality-TV zur Berühmtheit gelangen. Der Film, der auf jeden Fall schon mal schrecklich schöne Kostümentwürfe bietet, ist bereits abgedreht, jetzt fehlt jedoch Geld für die Post-Production. $35.000 soll die Nachbearbeitung mit Schnitt, Musik und Effekten kosten. Wer fundet, kann dafür unter anderem Pfeile mit Boxhandschuhspitzen oder Leopardendruckanzüge bekommen. Oder auch darauf verzichten. Leider ist es ein wenig unklar, ob das Projekt zum Schreien komisch oder einfach nur zum Schreien wird. But you know what would go great with this? The flamethrower. The flamethrower. The flamethrower, remember? The flamethrower? Yes. You think? Amazing. Oh my god, the discharge from that thing will make your eyes pop. Damit wären wir jetzt auch schon durch. Bis zum nächsten Mal hätten wir natürlich gerne ein Intro, aber dafür müsste uns irgendjemand auch irgendwelches Material irgendwie crowdfunden zur Verfügung stellen, uns irgendwelche Ideen bringen, ansonsten wird niemand den schicken Song zu hören bekommen, zumindest nicht in dieser Show. Ansonsten bitte liefert uns Feedback oder macht uns auf eure Lieblingsprojekte aufmerksam. Tschüss und bis dann.